Hallo und herzlich willkommen hier beim Towntown Talk. Es ist Mittwoch und das bedeutet Soccer Time. Also, wir lehnen uns jetzt gleich zurück und schauen uns Teil 7 an. Der wird auch wieder 46 Minuten dauern, angegeben. Hera muss dem Senat Bericht erstatten und weit, weit entfernt kommt es zu einem Wiedersehen. Da sind wir natürlich alle gespannt, was uns da erwartet. Daher würde ich sagen, nach der letzten Woche, Auftritt Thrawn, Auftritt Ezra, wird diese Folge, denke ich, ein bisschen ruhiger werden vor dem großen Finale. Aber wer weiß das schon? Also schauen wir uns die Folge einfach an. Genau, los geht's. Ich bin gespannt. Sie ist freiwillig mit dem Feind mitgegangen. Unmöglich. Vermutlich musste ihre Wahl so ausfallen. Rückblick natürlich. Genug Zeit, sie darauf vorzubereiten, die richtige zu Zucker finden. Ist auf dem Unmöglich Weg. hat es Sabine. Ah, viele Baustellen. Mal schauen, wo wir landen. Sternenkarten, Sternenwale, entfernte Galaxien. Ganz ehrlich. Sie wollen, dass wir Ihnen das glauben? Morgan Erste führt einen Hört sich, koordinierten Einsatz von verbliebenen Imperialen. Einspruch. Wenn man drüber nachdenkt, Was für komisch ein reißerischer Ausdruck. Bitte verzeihen Sie mein Eindringen, aber C3PO. Sehr cool. C3PO? Willkommen. Aber was führt dich hierher? Hochverehrte Kanzlerin, mit allem Gebühren. Oh, Anthony Daniels. Ich bin auf Geheiß von Senatorin Leia Organa hier. Darf ich sprechen? Bitte, fahr fort. Danke sehr. Das ist vollkommen lächerlich. Wir können keine Beweise von einem bloßen Druiden zulassen. Nun denn. Zwischen Traum und Wahn. Enike. Was? Ich weiß, du kannst das, Ahsoka. Ah, cool. Okay, kleines Minenfeld. Scheint keinen Schaden zu verursachen, oder? Wir ihr trotzdem immer einen Schritt voraus sein werden. Ja, irgendwie kommt mir der Thrawn jetzt besser vor. Also. Durchaus warum. Wir werden pulverisiert, wenn wir hier noch lange rumfliegen. Scheint nicht so drahtig zu sein, aber wahrscheinlich immer noch auf Zack. Auf jeden Fall. Ezra! Na, jetzt erzähl erstmal. Etwas, ja. Aber in jeder Szene steckt irgendwas Geheimnisvolles. In jeder Szene. Wir sind euch stets. Wagreiter greifen an! Das wird wieder ein guter Kampf. Warum kämpft er nicht mit dem Lichtschwert? Ui! Oh, was denkt er danach? Was, über was? Sabine! Dieses Wiedersehen lasse ich mir nicht entgehen. Ich glaube, ich komme endlich wieder nach Hause.
Und wie? Den Wahlen vielleicht wieder? Das wissen wir ja noch gar nicht. Okay. Ja, auf jeden Fall wieder eine sehr gute Folge. Also wirklich sehr gut. Viel abwechslungsreich. Tarkins Geschick wurde gezeigt. Ezra ist noch in der Macht bewandt. Können alle kämpfen. Aber sie sind immer noch auf dem Planeten. Gut. Wie geht's weiter? Springen sie wirklich zurück? Da glaube ich eigentlich nicht dran. Ich glaube, die bleiben alle da. Wie auch immer sie das bewerkstelligen, ich glaube, die bleiben da. Was schade. Aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine gelungene Folge. Ja. Was sagt ihr denn zu dieser Folge? Im Vergleich zu den anderen Folgen? Anthony Daniels, Hayden Christensen wieder. Mega, mega cool. Das freut mich richtig. Er macht viel richtig. Er macht viel richtig mit der Serie. Viel, viel, viel. Jetzt muss es zum Abschluss kommen, nächste Woche. Aber jetzt sprechen wir erstmal über diese Folge. Oder beziehungsweise werden wir am Ende der Serie dann zusammen sitzen und darüber sprechen. In dem Sinne, ich möchte jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Und dann schaue ich sie mir nochmal an und mal schauen, was ich dann dazu sagen werde. Also euch wünsche ich einen wunderschönen guten Tag oder gute Nacht, wann auch immer ihr das jetzt schaut. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst bitte nicht zu abonnieren und schreibt in die Kommentare, wie euch die Serie gefällt. Bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein. Ciao.